Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Moment, wie immer müssen wir schauen, ob alles funktioniert hier. Mit der Technik, mit dem ganzen Zeugs. Honeytech. Willkommen, du bist der Erste. Wir kamen nur ganz knapp nicht Erster, Mann. Was geht ab, Leute? Muss ganz kurz hier die Sachen checken, während wir auf die Leute hier warten, die langsam reinkommen. Instagram geht immer ab. Wenn Einladung kam, dann werde ich überall getaggt und so. So, kurz mal hier refreshen, damit ich euch sehe. So, Moment. Trinken können wir auch vorbereiten. Wie fehlt denn dem noch? Der fehlt gar nicht mehr viel. 15.000, na, die schafft man nicht mehr. Es geht ab, Leute. So. Okay. Immer noch keine Mute-Einladung. Wie ist das möglich? Ich kenne persönlich echt gar keinen mehr, der noch keinen hat. So. Eigentlich muss ich auch noch kurz Facebook abchecken. Kurz. Und dann bin ich gleich. Sag nochmal, wie viel Mute der Account hat. Steht in der Überschrift, Mann. Ach so. Wieso ist da ein Dollarzeichen? Das ist eigentlich eine 4. So, speichert das. Titel gespeichert, ja, 4 Mute hat der. So. Combat Power. Die sind sogar schon gepusht. Und, ach, mach mal so. Da, das sind seine Mewtwo. Bester, beide 84 sogar. So. Sorry. Also, wie man teilnehmen kann und so. Das tut mir leid, aber das ist echt eine dumme Frage. Wer einmal das Video geschaut hat, der sollte das wissen. Und wer nicht mal das Video anschauen kann, der hat den Account echt nicht verdient. Also noch leichter geht die Teilnahme nicht. Und wer das nicht mal auf die Reihe bekommt, der hat den Account echt nicht verdient, Mann. Aber okay. Schon mal kurz, könnt ihr mir über eure Line den X-Rays erzählen, wo ihr nicht mitmachen könnt. Da schauen wir uns den Account an. Warum verschenke ich Mewtwo? Weil ich zu viele hab. Ich hab einfach zu viele, weißt. Deswegen weg damit. Wann wird der Gewinner bestimmt? Wahrscheinlich die Woche irgendwann. Dienstag, Mittwoch, irgendwie sowas bestimmt. Keine Einladung. Gehe ich nach dem Stream farmen? Nein, ich komme vom Farmen. Wie kann man keine einzige Einladung bekommen? Kann der Account noch umbenannt werden? Ich glaube schon. Wenn nicht, man kann eh nochmal den Namen ändern, wenn man weiß, wie es geht. Unter der Woche X-Rays für den Arsch, auf jeden Fall. Erfahre ich, wie ich gewinne, bin zu viel mit Arbeit beschäftigt? Dann gar nicht.
Was willst du mit dem Account, wenn du zu beschäftigt mit der Arbeit bist? Tut mir leid, mein Freund. So. Bla 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 bla. So. 5 Stops gehen, catch 10 Pokémon. Okay. Da. Wie geht das mit Namen ändern? Du gehst auf Einstellungen. Dann gehst du hier irgendwo auf. Wo ging das nochmal? Eigentlich hier irgendwo unten. Boah, ich habe auch keine Ahnung mehr. Ging das nicht hier irgendwo? Das geht bei dem nicht mehr. Da müsst ihr es manuell machen. Indem ihr den Support anschreibt, dann sagt ihr, dass ihr gemobbt werdet wegen dem Namen und dann ändern dies. Also funktioniert das am meistens. Einfach sagen, ihr werdet gemobbt und dann ändern die einfach den Namen. Habe ich extra Einladung für 8. Mai? Ja. Wer mir auf Instagram folgt und Facebook, der weiß Bescheid, ich habe eine Einladung. Keine Ahnung, ob ich hingehen kann. Wahrscheinlich nicht. Level 39 geworden, Glückwunsch. Es geht mit der Musik hier ab. Ja, wird schon passen. Kann man die Sprache ändern? Nein. Ich will immer Englisch. Spaß, natürlich kann man die ändern. Mr. Krabs, Euler, danke für deine 1 Euro, Mann. 1 Euro, 1 Krabbenburger, Mr. Krabs. Danke dir. Wie viel Staub hat der Account? Moment. Kann ich euch gerne zeigen. 4000. Aber wir haben auch was ausgegeben vom Account. Ich glaube, beim letzten Stream, wo wir uns den Account angeschaut haben, wollten alle, dass wir irgendwie Despot da auf Max pushen oder so. Ich glaube, einer von denen, den haben wir auf Max gepusht. Also, ihr könnt sehen, das sind 500er Despotar. 100er Dragoan, Galaxo, 100er Hyterga, 96er Golem, nicht schlecht. Und 4 Mewtwo. 100er Gagados am Start, 100er Hundemon, 200er Gagados. Der hier, nicht 100. Und sonst hätte ich den Account behalten und den mir rüber getauscht irgendwann. Aber Skagabon auch am Start. So. Jetzt habe ich sie ausgehustet. Hab noch nie Einladung bekommen für Mewtwo? Dann machst du irgendwas falsch, Mann. Warum kann man das Team wechseln? Nein, kann man nicht. Justin geht kurz duschen. Mach was du willst, Mann. So legt mein Kabel ja nicht. Da belästigt mich irgendeiner auf Instagram. Mache für Kumpel Capital Raid und er kriegt X-Raid-Einladung und ich noch gar nichts. Ja, hast du den Capital Raid auch gemacht oder nicht? War ich im Parsing? Ja, war ich. So. Können wir uns mal die Candies anschauen. Candies hat er, glaube ich, auch noch eine Menge. Also erstmal Mewtwo Candy. 22. Dann Despotar. 1160. Ungefähr so viele Bonbons wie ich. Nicht schlecht. Kannst du verlosen, muss nachher weg? Dann geh weg, Mann. Was juckt's mich, ob du weggehen musst oder nicht? Wann wird der verlost? Irgendwann die Woche, also Dienstag, Mittwoch irgendwann. Also kommt das wieder online. Ich werde es wahrscheinlich schon früher drehen.
Kann ich Beutel zeigen? Beutel kann ich zeigen. 1,5, also perfekt. Müsst ihr kein Geld mehr ausgeben. Nur bei Pokémon ist noch nicht auf Max. Nur 700, echt geizig gewesen. Ein paar Glückseier noch am Start. Ein paar TMs auch. 62 Sonderbonbons. Okay. Und Super Inkubatoren auch noch am Start. Ja, und die ganzen Dinger, da braucht man eh nicht. Oh, bitte nicht Petze, aber ich bin am 8. Mai krank für X-Ray. Das ist unser Geheimnis. Viel Glück, Mann. Pokédex zeigen, klar. Kann ich machen. Also ihm fehlen echt komische Standardsachen. Dieser Flora, Glugak, Smetbo. Nidoqueen. Er hat nicht mal Giflo gesehen, oder? Diktri. Aber wahrscheinlich hat er alle regionalen. Oh, hat er nicht. Tja. Taugos hat er. Dafür kein Kangama. Nicht mal Aerodactyl. Da, 4 von 4. Mewtwo. Und ansonsten. Punkt 2. Verlose ich den Account noch im Stream? Nein. Wenn du deswegen da bist, kannst du auch wieder gehen. Ciao. Wenn man alleine zocken kann, ist solch ein Account schon ein Traum. Ich verstehe den Satz nicht ganz, aber okay. Ich habe hier keine Ahnung, was da fehlt. 175, 176. 182 auch, keine Ahnung. 189 Papunga. Inkognito fehlt, überraschenderweise. Okay, komisch. Fostelka. Also echt komische Sachen fehlen ihm. Alle Legendären am Start. Da hat er nichts verpasst. Lavita gefangen hat er. 425. Läuft. Ja, und Gen 3 hat eigentlich fast gar nichts. Bei Gen 3 hatte ich schon den Account übernommen. Oh, ja, die hätten wir noch anschauen können, die Legendären von Höhen. Also bei Quas hat er verpasst. So. 11 Godon. 1 Kyogre. Was? So, ICQ hat mir eine Instagram-Nachricht geschickt. Danke. Und es gibt auch Schritte, die man machen muss, um eine Mewtwo-Einladung zu bekommen. Ja, gibt es. Aber ich glaube, nicht jeder, der weiß, wie man eine Einladung bekommt, bekommt auch sofort eine. Doch, eigentlich schon. Was für Eier hat er am Start? Wen interessieren die Eier, Mann? Aber okay, hier für euch. Ja. Einmal die Pokémon. Hat er überhaupt Tote? Ich habe gar nicht mit dem gekämpft. Oh, doch, ein. Da, für euch werden die geheilt. Ach so. Ja, die sind alle. Geowatt 100 hat er auch. Dann können wir nochmal ein bisschen weiter runter scrollen. So. Gatsu Candy. Puh! Alter! Seht ihr diese Anzahl an Galaxo Candy? Okay, Galaxo kann nichts mehr, aber puh! So, was geht hier ab? Ich kämpfe sie auf jeden Fall. Spiel ich noch Yu-Gi-Oh! Nein, Yu-Gi-Oh! Ist leider tot. Leider. Aterga. Dragon, wie viele Candies? 2000. Und der hat nicht mal beim C-Day mitgemacht. 100er Geowatts. 98er, oida.
98er. Genau, komm ich endlich. KP, Defense, wow. Das ist echt ein 98er. Hat der Account Shinies? Oh, interessante Frage. Shinies? Ups. Zwei Garados Shiny hatte nur. 8. Mai von 13 Uhr bis 13:45 X-Rate. Wir haben 10 von 10 Familienaccounts mit Pässen, 3 bis 4 freie Handys und ich bin der Einzige, der Zeit hat. Wieso habt ihr auch so viele Accounts, Mann? Was muss man dann für eine X-Rate-Einladung machen? Triggern. Lugia. Einen. 2041. Wie viele Carpador-Bonbons? Wen interessieren die Carpador-Bonbons? Achso, für die Mew-Quest, ha? Für die Mew-Quest hat er genug. Könnt ihr direkt entwickeln und die Quest erfüllen. Und was war die andere Frage? Gold again? Hat er, glaube ich, eine. Points. Oi, der 100er Lugia, tausch ihn mir, Mann. Gib her das Teil. Und das ist irgend so eine Spoof-Arena, die ist irgendwo abseits. Da kommen nur die Spoofer hin. Da war er einfach 64 Tage. Ich zeig euch mal was. Die Weltkarte, welche Arena er hatte, okay? Seht ihr diese Arena hier? Die ist mitten im Meer auf irgendeiner Insel. Der hat echt verrückte Arenen. Warte mal. Seht ihr das, wo er war? Brasilien. Warte mal. Können wir die Arenen durchschauen? Ein paar geile hat er. Warte. Er hatte zum Beispiel so Alcatraz oder so, hatte der. Wo ist das? Da. Hat er nicht die Arena, wo er ein Gefängnis ist? Ja, genau, Alcatraz hat er. Wie viele Traster-Bonbons? Null wahrscheinlich. Gen 3 war der Account schon tot. Wieso hat der Account die Bannwelle überlebt? Gute Frage. Gute Frage. Kannst du noch ein Latias mit dem Account fangen? Nein, kann ich nicht. Wann wird aufgelöst? Die Woche, Anfang der Woche. Oi, da zwei Medaillen in Thailand und eine in Abu Dhabi. Krass, Mann. Gehen die Maps endlich mal wieder? Nein, Maps sind tot. Maps sind tot, Mann. Hier die Orden, Medaillen, falls es euch interessiert. Hat der Account alle Starter voll entwickelt? Ne, Gen 3 nicht. 300 Tage in einer Arena, das ist schon krass. Das ist ja fast, oder seit Anfang an, seitdem es das neue System gibt. Boah. Wie viele Kilometer ist er gelaufen? Wen interessiert sowas, Mann? Beinahe gar nichts, 164. Wie viele Coins? Oh, das ist eine gute Frage. Wie viele Coins? 700. Wie viele Topsy-Bonbons? Hat er überhaupt sowas? 100. Fast gar nichts. Der Account hat nicht so viele Ressourcen.
Zeig mal Despot da schon wieder. Warte. Könnte es mal so. 500er und ein. Was ist das? Simply amazes me. Defense strongest. Wow. I. Ja, nein, nicht so gut. Warte, wie viel bei 100? 2097? Irgendwie sowas, oder? Joggermedaille, haben wir gerade gezeigt. 100 irgendwas nur, Kilometer, ends wenig. Wie viele Coins haben wir gerade gezeigt? 700. Achso. ja, wusste ich doch. Haha. Gemerkt. Ja, ich kann für euch ein paar Pokémon fangen. Wie viele hat er? Weiß man nicht genau. Er hat nicht alle benannt, also das Galaxo, das 100 ist, hat er gar nicht als 100er gekennzeichnet. Und das haben wir dann entdeckt, als wir das Galaxo bewertet haben. Okay, was geht da ab? Kann man 100 eingeben hier? Nee, kann man nicht. Pokédex-Einträge haben wir schon gezeigt. Eine Menge fehlen ihm. Also so komische Standardsachen. Achso, jemand hat gerade vorhin gefragt, ob er alle Starterentwicklungen hat. Hat er nicht. Ihm fehlt Bisaflor, Glurak und Turtok. Ne, Turtok glaube ich nicht. Was für Kleidung hat der Account? Wahrscheinlich nur die Standardsachen. Ja, der hat nur die Standardsachen. Bestimmt. Ja, man, nicht mal den Zylinder. Geht der auch auf Samsung? Warum sollte der nicht auf Samsung gehen? Wo hat der die ganzen Lavita her? Wahrscheinlich vom Gesteins-Event und von Spoofen. Wie kann man gewinnen? Wenn du das jetzt nicht weißt, dann hast du eh schon Pech gehabt. Kyogre und Godan anscheinend ein 98er und ein Kyogre gesamt. Shiny 2 Gagados. Merkt euch mal langsam die Sachen, die wir schon gezeigt haben, Leute. Tausch mal ein Pokémon. Gar nicht. Moment, lädt das überhaupt? Mal schauen, ob mein Handy lädt. Ja, lädt. Wann wird aufgelöst? Anfang der Woche, Leute. So, wo ist der Chat nochmal? Sag doch bitte, wie man gewinnen kann. Wenn du das jetzt nicht weißt, hast du eh schon Pech gehabt. Sag mal, Tagebuch. Grüße aus dem Ruhrgebiet. Grüße zurück. Mewtwo gefangen, 16.01. 22.30. 9.01. 22.05. Flunkiefer gefangen. Godon weggelaufen. 22.77. Godon gefangen. 22.99. Godon abgehauen. 23.01. Ansonsten nur Münzen. 22.11. Pichu zurückgekommen mit 8 Münzen. Skagabon IV müsste selber ausrechnen. Moment. So, IV-Check. Decent ist schon mal nicht gut.
Weil die sind, sagt er auch beim Gelben. Das gleich. Die sind tot. Not great in battle, oh mein Gott, das ist der schlechteste Satz. Strong. Alter, die Sätze sind eigentlich genauso wie bei Gelb. Ivy, leider, alles schlecht. Come on. Wie viele Sonderbonbons? Um die 60. Sag mal, Beutel haben wir schon gemacht. Also da sind keine Pässe mehr drauf. Oder? Habe ich richtig gesehen? So, langsam nach unten. Was bedeutet triggern? Ein X-Ray auslösen. Wie sieht es bei den Eiern aus? Haben wir schon gezeigt, ein Zehner hat da drin. Hutmaschine hat auch super Inkubatoren, ja. Wartet mal. So, Incubate. Da, 17. 17 super Inkubatoren und 8 normale. Wie viele machen wir? Sehen wir gleich, wenn wir runtergehen. So. Er hat Stern, aber der ist glaube ich nicht 100. Die sind, oh mein Gott, der ist ja nicht schlecht. New, Glückwunsch, zweite X-Ray-Einladung. Also muss man irgendwo ein Raid machen und kann einen X-Ray bekommen. Ja, bloß nicht einfach irgendwo, sondern an X-Ray da gehen. So, wir gehen erstmal alles langsam runter und dann zeige ich euch sein erstes Pokémon, sein schlechtes Pokémon, alle seine Legendären. Aber erstmal langsam runter. So, wieder gehen. Gehen wir da nochmal ein bisschen runter. Zeig mal, please, alle Pikachu-Entwicklungen, was? Also soll ich dir einen Reitschub zeigen, oder wie? So, oh, Gengar 100 hat er auch. Überraschung. 91er Geico. IV-Check. Attack. Attack 15. Nicht schlecht. Medaillen haben wir schon gezeigt, aber kann ich später nochmal zeigen. Das war Entei. Ne. 93er. Simply amazes me. Attack strongest. Defense. Wow. Zapdos auch am Start. 19-0 irgendwas. 19-0-3. Blazes me, KP, Defense, wow. Lados auch am Start. 18-29 ist aber nicht so gut. Noch ein 100er Garados gefunden. 100er Mundtier. Arctos. Simply amazes me. Defense 15. Ja. Ich habe One Piece Chapter gelesen, noch nicht, aber ich habe natürlich davon gehört. Wer hat nicht davon gehört? Neues Bounty, Kopfgeld. Hat er alle Legendären? Ja, außer Gaikwaza.
Sekun. Lapras. 1473. Ah, nee. Ich dachte kurz, hey. 1473 ist doch Ding. genau 1930 war bei NT100. Angelo, danke dir, Mann. Jetzt kommt, glaube ich, nichts mehr Interessantes. Stern, Lapras, schauen wir mal. KP, Attack, Defense, 100! 100er Lapras! Wir haben gerade einen 100er Lapras entdeckt. Nochmal, nicht dass ich mich verschaut habe, weil das rot ist. Bester Satz, KP, Attack, Defense, 15, 100er Lapras entdeckt. Entdecken wir noch einen 100er Knockdown? Wenn das 100er Knockdown auch noch da ist, dann behalte ich den. Nee, Knockdown ist tot. Was denkst du, wird Gen 4 gut? Achso, wird gut in Gen 4, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich lerne die Pokémon erst kennen, wenn die da sind. 100er Makago auch noch. Hättest das Pokémon... schauen wir gleich an, wenn wir alle durchgeschaut haben. Keine Angst. Wie wird der Gewinner kontaktiert? Gar nicht. Er muss mich kontaktieren. Ich mache ein Video, dann gehe ich auf diese Webseite. Dort wird dann einer ausgelost durch dieses Programm. Und ja, der kann sich dann bei mir melden. Wenn er das nicht tut, dann wird das nochmal ausgelost. Und dann kann sich nochmal einer bei mir melden. Kann man sich über Twitter melden? Klar. Man kann sich überall melden. Hauptsache irgendwie lese ich die Nachricht. Du kannst mir auch einen Brief per Taube schicken. Gameplay zu groß? Nee. So, warten wir kurz, bis wieder alle da sind, dann gehen wir den Rest der Pokémon noch durch. In der Zwischenzeit. So. Haben wir 1 € Donation bekommen, kann das sein? Free Stradlers! Oida! Lukas, danke dir, Mann. Ich hoffe, du bist noch im Stream. Wir haben es leider vorhin verpasst. Oder ich habe es verpasst. Ah, da, du bist auch am Start. Danke dir, Mann, für die 1 €. Und auf jeden Fall bring back Stratos. Stratos beste, Mann. Ohne den ist Zero tot. Barish Bulu, Bubble Beat. Das war sein Deck. Bin wieder da, perfekt. Dann warten wir mal kurz. So. Okay. Sag schön, jetzt habe ich schon 2 Garados, hat er nur. Okay, ich glaube, jetzt sind wieder die meisten da. Immer noch schnell den Rest durch. Ich habe ihn mit Stern, aber ich glaube nicht mal, dass der 100 hat. Selbst wenn wen interessiert. Und das vielleicht? Ne. Ja, jetzt kommt nur noch Müll. Mankey 498. War noch 100er Mankey? Nee. Jetzt kommt. Poventa hat er. Aber ich glaube, das ist der gespoofte Poventa. Also nicht vom Event. Tendo Yamagata. Okay.
Und. Ups. Ansonsten. Motogirl hat er noch. Pikachu mit Hut. Pichu mit Hut. Alter, Pichu mit Hut. 100er Carbador hat er noch im Start. Level 30 sogar. 1,88. EM wird wahrscheinlich nichts, keiner hat Bock mitzukommen. Yu-Gi-Oh! Tot, oh mein Gott. Ja, wahrscheinlich bei uns auch nicht. Yu-Gi-Oh! Echt leider, echt tot. Echt sehr schade. Schade, schade, Mann. So. Nochmal einen Schluck hier. Also, ältestes 100er Makago. Was wollt ihr denn noch sehen? Ältestes Pokémon, keine Ahnung wieso. Top-Pokémon. Da muss ich wieder rauf. Ah, komm. Ah ja, Legendäre wolltet ihr sehen. Legendary. Coins 700. So. Alles am Start, außer der Corsa. Und jetzt natürlich Latias. Pokédex Gen 1. Pokédex nochmal, haben wir gemacht, aber hier nochmal. Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ja, sehr gut. Ist auf jeden Fall sehr, sehr solide. Das Gesetz der Alchemie. Ich kenne es nur zu gut. So, nach Holland, Niederlande. Zittert Holland, Niederlande. Große Pokémon Go-Gruppe. Und dort spawnt oft Lavita. Mit Lavita kannst du mich nicht locken, aber schauen wir mal. Sorry, aber meine Nase juckt. Mein Modul läuft. Pokis mit Hütten, please zeigen. Was? Zeig mal ein. Simon, danke für dein Abo. Zeig mal ein Alterga. Da, ich zeig euch das 100er Alterga. Fullmetal ist mega nice, ja. Kann morgen mein erstes Gyarados entwickeln, wohne in einem Dorf. Glückwunsch, Mann. Ace, was geht ab, Mann? Ich glaube, wir haben alles gezeigt jetzt langsam. Technik macht eh Probleme. Dann können wir demnächst Schluss machen. Und dann? Pikachu mit Hut. Achso. Achso, Pokis mit Hüten. Ja. Ich habe irgendwie an Hütten gedacht. So Hütten-Gaudi und sowas. Es gibt nur Pikachus mit Hut, also. Hier, alle Pikachus. Kein Partyhut mit dabei. So, wir haben von YouTube Michael LP Let's Play möglicherweise noch ein Account. Und da ist ein 100er Shiny Lugia drauf, den er mir geben will, den Account. Mal schauen, was wir mit dem machen. Ich sag mal ja zum Angebot erstmal und dann können wir uns den mal anschauen. Auf jeden Fall, schaut dann an dich, Mann. YT Michael LP. Habe ich Euphoria gesehen? Nee, habe ich nicht. So. Das war's dann so langsam. Außer ihr wollt noch irgendwas Spezielles vom Ding sehen, vom Account. So. Nochmal abgestürzt. Heute läuft es echt nicht mit der Technik.
Deswegen würde ich hier sagen, wir machen jetzt Schluss. Bin nur zurückgekommen, um mich zu verabschieden. Warte mal kurz, bis ich hier wieder alles sehe und bis ein paar Leute da sind. Dann erzähle ich, wann wir den verlosen werden. So, sind wir wieder back. Erstmal hier einmal refreshen. Bildschirmteil starte ich jetzt mal nicht. Auf jeden Fall. Verlust wird irgendwann Anfang der Woche, wenn ich Zeit und Bock habe. Wo wird der Gewinner bekannt gegeben? YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Folgt mir auf YouTube, Instagram, Facebook und Twitter. Ja, mir geht's gut. Danke dir, Hui. Kann man beim Gewinnspiel noch mitmachen? Ja, kann man. So lange, bis ich das Video gedreht habe. Also bis ich einen Gewinner bestimmt habe. Bis dahin könnt ihr auf jeden Fall mitmachen. Das ist kein Problem. Chris Breezy, was geht ab, Mann? So. Schaut auf Discord vorbei, genau. Macht's das auch noch. Wie gesagt, check mal kurz, ob das in verschiedene Teile geteilt wurde. Ich hoffe mal nicht. Doch, 1 Minute 22, oh mein Gott, genau das. Genau das, was wir hier gerade drehen, ist ein neuer Teil. Leidend. 4,16, 5,15. Mein Gott, was ist das für ein Schmarrn? Alles neue Teile, oder was? Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss den ganzen Stream löschen. Voll der Schmarrn. Naja. Mein Gott, und jetzt habe ich euch auch noch ausgeschaltet. Wo ist der Stream, Mann? Livestreaming hier. So. Walmer. Und Shiny? Nein. Beinahe hätte ich euch einen Shiny Walmer gefangen. Snapchat? Nee, das habe ich nicht mehr. Wie nimmt man teil? Kommentar in dem Video hinterlassen. Zum Gewinnspiel da. Muss man überall abonnieren? Nein. Muss man nicht. Man muss nirgendwo abonnieren. Aber wäre cool, wenn du es machen würdest. Supporten und so. Was muss man machen? Einfach nur einen Kommentar hinterlassen in dem Video. Wie heißt ich auf Facebook? Super saftig. Aber Link ist unten in der Beschreibung, so wie immer. Du hast mir gerade auf Insta geschrieben. Hoffentlich nicht um den Account gebettelt oder so. Ich schau mal kurz rein. Mir geht's gut, danke. Hilft es, wenn man in den Kommentaren spammt? Wahrscheinlich nicht, aber du kannst es probieren. Mir ist es egal. Snapchat? Ne. Eins Kommentar im Video, genau. Ich bin richtig cool, danke dir, Mann. Hi, Tippi. Nee, aber überlege ich mir. Schon ein Shiny Wildlord? Nein, leider nicht. So. Ich glaube, das war's. Ihr wisst, ihr könnt spammen, was ihr wollt, so wie immer. Danke fürs Vorbeischauen. Wie gesagt, Verlosung kommt irgendwann Anfang der Woche. Sag mal bitte unter welchem Video. Ungelogen, wenn du das nicht herausfinden kannst, dann verdienst du den Account nicht, Mann. Dann verdienst du den nicht. Alter, wenn man das nicht herausfinden kann, dann direkt ciao. Hey yo, ciao, Mann. Danke fürs Vorbeischauen. Check Discord ab. Heyo macht da einen guten Job. Auf jeden Fall danke fürs Vorbeischauen. Ihr seid die Besten. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Und hoffentlich gewinnt einer von euch den Account. Und ja, bis morgen oder so. Genießt noch das Event morgen. Nochmal richtig reinhauen. Aber das war's von mir. Ciao.